Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider hier im nächsten Rätselgrab. Ich bin wieder nach oben gegangen und da ist jetzt auch der Weg frei, um das Ding da ranzuschießen. Und jetzt können wir da bestimmt runterschlittern, wenn ich mich nicht verspringe. Juhu. Okay. So, jetzt sind wir da, wo wir von unten gar nicht rankommen. Ich muss den Wagen irgendwie anheben. Ja, aber erstmal kannst du dir die Sachen hier holen. Ein paar Spielwürfel. Hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Na, was ist denn faul mit denen? Wo ist der Haken? Hm? Wo ist der Haken? Der Haken, der Haken, der Haken. Lara, enttäusch uns nicht, enttäusch uns nicht. Die Würfel müssen rollen. Na komm. Ach komm. Das kann doch jetzt schon wieder nicht sein. Komm, hier dazwischen. Ist ein wichtiges Indiz. Jetzt macht es gleich Brink und dann erzählt es uns ein. Och, komm. Was das immer soll, ne? Ganz. Guck dir das genau an. Als wüssten wir, um was es geht eigentlich. Zum Beispiel sind ja überall Sechsen drauf. Das geht ja nicht, ne? Das ist doch was faul. Hm? Die Zahlen? Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Sag, dass es nicht geht. Okay, Leute, ich habe alles getan. Ich habe alles getan. Ich lasse die Würfel nochmal rollen. Dreidimensionalmäßig lasse ich sie hier rumdrehen, um die tolle, coole Animation vollends ausgenutzt zu haben. Aber leider soll es nicht sein. Vielleicht bin ich auch zu schnell immer. Ich glaube fast, ich bin immer ein bisschen zu schnell. Aber das kann ja wohl nicht sein. Das reicht, ne? Ist gut jetzt. Gut, ist gut jetzt. Ich krieg's nicht gebacken. Hier können wir da die Plattform wieder drehen, hat sie gerade gesagt. Hier können wir so ein bisschen Metall schürfen. So, Metall am Start. Und jetzt... Jetzt darf ich das schieben. Das, so geht's natürlich nicht, ne? Dann nicht. Oh, kann man hier hoch? Oh, was ist denn hier? Hm. Was haben wir denn hier so? Aha. Da liegt noch was. Okay. So, dann wollen wir den Wagen anscheinend hier runterplättern lassen. Oh, da liegt noch was. Das nehmen wir mit. Haha. Eifriger Lerner. Ja, dann eine Plattform drehen. Ich weiß nicht, ob das hier oben sich lohnt, das hier schon zu machen, wenn ich unten noch nicht gedreht habe, aber... Oppa, oppa. Oh. Ja. So funktioniert das hier also. Irgendetwas blockiert den Wagen. Ja, die andere Plattform. Können wir das Ding da wieder rüberholen, weil den Dreh habe ich ja schon vom letzten Mal raus. Also das war jetzt bisher nicht so schwer. So, die kann jetzt da stehen bleiben und dann bringen wir die wieder nach oben. Mit uns zusammen sogar. Jawohl. Jetzt gehen wir zur anderen Kurbel. Denn? Gibt es hier überhaupt noch eine andere? Ach, jetzt muss ich... Ich hätte die unten schon drehen müssen, ne? Also, ja, okay. Dann nochmal runter und dann nochmal drehen und dann nochmal nach oben. Okay. Ja, jetzt ist sie aber so. Das ist ja auch tricky. Und das dreht sich dann oben wieder, aber sobald ich das Ding nach oben lasse, ne, ihr Schweine? Nee. Ich glaube, es dreht sich nämlich einmal nach rechts. Deswegen mache ich sie nämlich dahin. Mhm.
Nein. Ja. So, mal gucken, ob das jetzt logisch von mir durchdacht ist. Ja. Weil ich cool bin, habe ich das gleich erkannt. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. Doch, vielleicht. Mach schon. Juhu. Hoffentlich reicht das. So. Es hat geklappt. Zum Glück steht alles noch. Und ich wette, sobald wir das Grab erledigt haben, bricht alles zusammen. Vielleicht. Was haben wir denn hier alles Schönes? Pilze, noch mehr Pilze. Natürlich das wichtige Grab. Wir nehmen uns mal die unwichtigen Sachen zuerst. Nimm es mit. Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht. Aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Das war der Aufseher, die Grube des Urteils, die Notizen des Minenvorarbeiters. Viele der Arbeiter waren Kriminelle, die der Stadt dienten, um für ihre Verbrechen zu büßen. Okay. Mal ein anderer Blickwinkel. Hier noch ein bisschen Kram, den wir aber schon haben oder so. Hier haben wir noch ein bisschen Metallzeug. Sehr schön. Damit könnten wir natürlich unser Outfit mal ändern, ne? Bei so viel Metallzeug. Okay, wir gucken uns das mal an. Ein Kodex aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung. Mission Alte Geheimnisse, 8 von 9 Geheimnissen aus Gräbern gelernt. Geologe. Mit Geologiekenntnissen können Sie erfolgreich Chromiterz abbauen. Drücken Sie in der Nähe einer unterirdischen Erzader. Grab abgeschlossen. Die Grube des Urteils. Oh yeah. Gut. Schön. Lauf. So, was haben wir denn jetzt hier noch so in der Nähe? Eine Forschertasche. Oh ja, die müssen wir uns natürlich nochmal holen. Auf dem Rückweg nämlich jetzt, ne? Da oben war die ja. Gott, wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Oh oh. Ich würde sagen, einfach wieder die Wand hoch. Wir schwimmen mal zurück mit unserer coolen Lederhose und dann schauen wir mal, ob wir die Tasche dann nochmal holen. Darf ich natürlich nicht vergessen. Ja, das war wieder noch ein Grab. Wo geht's zurück? Ich hoffe da. Ja, das war so klar, Lara. Immer kriegst du es nicht hin. Weißt du, wir glauben alle an dich und du enttäuscht uns. Spring doch einfach nach rechts. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, weißt du, was machst du da eigentlich? Nur Unfug, Clara. Nur Unfug. So, da ist irgendwo... Ist sie denn? Da hinten ist sie. So, weh, du fällst jetzt hier runter, weißt du? Dann kannst du aber auch gar nichts. Da hinten steht sie schon. Ich sehe sie. So, dann lass ich mal hier runter.
Jawohl. Kartografisiert, Geheimnisse entdeckt. Wie zum Beispiel hier ein Überlebensversteck und Dokumente, die gar nicht weit entfernt sind. Die werden wir jetzt auch mal aufsuchen. Weil das sind Sachen, die ich euch auch nicht vorenthalte, natürlich. Aber erstmal schwingen wir uns zum Lager. Haben wir irgendwas Neues? Nee, können wir denn aber jetzt, weil wir jetzt genug Metallkram haben, mal, weiß ich nicht, Outfits nehmen, die wir sonst nicht anziehen können? Nachtschatten. Kampf erprobt, hatten wir, kommt Kosten. Na, fehlt uns immer noch irgendwas. 35 von diesen komischen Zahnrädern. Und ich habe. Was braucht man denn da eigentlich immer? Irgendeine Schraube? 15 von diesen Schrauben? Und dann, irgendwas anderes noch. Weiß ich auch nicht. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann nehmen wir uns mal das blaue Hündli-Shirt. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht. So. Ist ein bisschen frisch hier. Ist schon klar. Wir bleiben in Bewegung. Quetsch dich durch. Brumm. Ein paar Pilze? Nö. Und zwischendurch soll Snack. Oh. Ja, wo ist denn jetzt hier das? Das ist ja auch schon wieder, ne? Da vorne will ich hin. Das heißt, wir müssen da irgendwie erstmal wieder auf die andere Seite kommen. Ist denn hier sonst noch irgendwas? Irgendwie, was ist denn? Nee, ne? Nee, dann ist unser nächster Pfad ist dann da. Ich mache einen Cut. Leute, es geht schneller. Wir sehen uns beim nächsten Dokument. Bis gleich. So, da sind wir wieder beim nächsten Dokument hier an dieser Stelle jetzt. Und hier gibt es einiges noch an Dokumenten, die wir einsammeln können. Das machen wir mal. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch. Und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Das war Dokument Nummer 1. Und dann haben wir hier noch irgendwas, was wir abfackeln können. Machen wir mal. Warte. Da her. Jawohl. Was ist denn da so Schönes drin? Nehmen wir auch noch mit. Ja, es gibt so viel noch immer, was man ja übersehen kann. Pilze brauchen wir gerade nicht. Das können wir noch mitnehmen. Davon können wir irgendwie nie genug haben. Das auch. Sehr schön. Auch das ist gut. Und hier haben wir auch noch was. Mit dem Tod des Kaisers fiel der Prophet in Ungnade. Und wir wurden gezwungen, in der Dunkelheit der Nacht den Weg ins Exil anzutreten. Der neue Kaiser missbilligt den Propheten. Die Ritter des Trinity-Ordens konnten somit nicht mehr aufgehalten werden. Wir flohen in Richtung Wüste, um neu anzufangen, als der Trinity-Orden uns überfiel und den Propheten ermordete. Ich sah ihn sterben. Wir brachten seinen Körper in eine Höhle in der Nähe der Oase und begannen voller Trauer, ihm ein Grab zu errichten. Der Trinity-Orden wird nicht aufgeben. Sie wollen nicht nur den Tod des Propheten, sondern auch die Mysterien der göttlichen Quelle ergründen. Sie werden zurückkehren. Aber in unserer dunkelsten Stunde ist der Prophet auferstanden. Er hat den Tod besiegt und wird nun auch unsere Feinde besiegen. Ja, Tod und Wiedergeburt, der Apostel. Als der Prophet aus der Kaiserstadt floh, wurden er und seine Anhänger angegriffen. Es hieß, der Prophet sei tot, aber er kam wieder. Irgendwie. Okay. Ja, die doofen Pilze, die brauchen wir immer noch nicht. Es sei denn, wir verbrutzeln noch was. Können wir noch was verbrutzeln? Nö.
Nö, ich hatte übrigens in einer anderen Höhle, das war nur eine einfache Höhle. Da hatte ich auch noch ein Dokument gefunden über diese Jägerin. Die hatte dann da was über Wölfe erzählt. So, hier ganz in der Nähe ist noch ein Dokument. Würde mich nicht wundern, wenn sie auch gleich nochmal über Bären oder was anderes irgendwas erzählt. Jagd. Und dann gibt es hier irgendwie rechts Kürbisse. Da ist es auch schon. Nee, das nehmen wir erstmal. Es schwebt hier so. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ja, der Konstantin. Vergebung. Konstantin treibt der Glaube an, aber er ist verzerrt und widerwärtig. Seine Besessenheit hat ihn verdorben. Und damit schließt das Lara ab. So, und ich kann hier Kürbisse werfen und ich weiß nicht so richtig, worauf und worin. Und ich dachte halt an diese Dinger da oben, die da stehen. Ich gehe da noch einmal mit dem Kürbis hin, weil so bisher habe ich das nicht geschafft. Lass mal auf, wenn es so ruckeln. Und, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber hier werden diese Dinger mir leuchtend angezeigt. Und das ist auch... Oh, hör auf zu ruckeln. Und danke. Und das ist so das Einzige, was mir einfällt. Vor allem, weil hier oben ist so eine Dingens-Bummens. Und wenn ich das hier so rauf tun könnte, dann... Weißt du, dann rollt das runter. Roll runter. Ja, genau, ebenso nicht. Kannst du den nochmal nehmen? So, dass der da rauf... liegt. Von hier unten? Schaffen wir es von hier unten? Könnte man schaffen, ne? Ja, ich bin zu blöd zum Kürbis werfen. Weiß nicht, kriegt man da irgendwas, eine Errungenschaft für zum Kürbis werfen? Da ist auch einer. Oder ist das... Ne, ist derselbe, nur aus der anderen. Da oben liegt der Kürbis, ich sehe ihn ganz genau. Komm. Oh Gott. Ich bin zu schlecht. Ich lasse es sein. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Hatten wir jetzt schon alle Dokumente hier? Ja, okay. Dann werde ich jetzt noch das Dokument anstreben und dann seht ihr da unten rechts ist schon wieder das nächste Grab. Unglaublich, aber wahr. Bald werden wir alle Gräber, wenn es nicht das letzte ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Lust, die ganze Karte jetzt zu überprüfen. Wir machen einfach. Ich ziehe das jetzt einfach so lange durch, wenn es nicht so ruckeln würde. Wie es eben geht. Ne? So lange, wie es eben dauert, dauert's. Was ist das hier? Da kommt man überhaupt nicht durch. Das ist voll blöde. Jetzt bin ich hier irgendwie rein und komme hier nicht mehr raus. Juhu. Das habe ich ja toll gemacht. Mhm. Lara, ich glaube, du darfst hier drinnen gar nicht sein. Kann das sein? Scheiße. Oh Mann, was mache ich denn hier bloß? Ja, wo du reingegangen bist, kommst du doch bestimmt auch wieder raus. Komm. Da. Juhu. Hey, ich bin ein Duckmäuschen. Ich habe es verkackt, gerade merke ich. Bin gefangen. Ich hole mich dann hier mal wieder raus und wir sehen uns im nächsten Part beim nächsten Dokument. Bis dann.